Hallo liebe deutschsprachige Teefreunde aus ganzer Welt und vor allem aus Österreich, aus der Schweiz, aus Deutschland, aus Belgien, aus den Niederlanden und aus meiner Heimat, dem Elsass. Ich bin Stefan Erler, euer Gast und Teamaster. Ich lebe in Taiwan, in Banqiao, in der Nähe von Taipei. Und heute haben wir wieder eine neue Teeklasse live bei Facebook und ein bisschen später kommt es auch auf YouTube. Wir werden heute über Daoyuling, ein Hochland-Oolong, sprechen. Und da gehe ich wirklich ins Detail, denn dieser Hochland-Oolong ist gerade in meinem Laden t-masters.com selektiert worden und ich habe es diese Woche hinzugefügt. Es wurde am 5. Oktober gepflückt und ist schon also Ende Oktober im Laden vorhanden. Es ist auch vorhanden ein anderer Daoyuling, 96K, das am 10. Oktober gepflückt wurde. Wenn ihr mich jetzt live dabei, wenn ihr live dabei seid, könnt ihr mir ein Like auf Facebook geben und wenn ihr mich später auf YouTube seht, dann bitte ein Like auf YouTube. Das wird mir helfen, dass damit mehr Leute meine Videos sehen und besser sich über Oolong-Tees und Gongfu-Cha generell informieren, damit sie auch anspruchsvoller werden und immer bessere Tees kosten können. Denn heute ist Daoyuling wirklich der beste Tee, kann man sagen, in Taiwan. Ne? Für viele Leute, die vor allem Hochland-Oolong, frische Berg-Oolongs kosten, ist wirklich das Daoyuling-Terrain das Crème de la Crème, wirklich Top of the Earth, Top of the Mountain, also das Beste, was es gibt. Aber bevor wir zum Charakter des Tees kommen, warum es so gut ist, stellt sich zuerst die Frage, ihr hört 104K, 96K, was hat es damit zu tun, mit diesem, mit Daoyuling zu tun? Eigentlich ist es sehr einfach. Normalerweise sagt man, okay, ein Tee kommt aus Alishan und dann sagt man vielleicht sogar auch das Dorf, das in der Nähe liegt. Oder man sagt, okay, Lishan, dann auch die Tees der Region Lishan, die nehmen dann diesen Namen an. Bei Daoyuling ist man ein bisschen, geht man ein bisschen mehr ins Detail. Und das kann man anhand der Straße. Es gibt eigentlich nur eine Straße im Zentrum Taiwans, die geht von Taichung bis nach Hualien und sie ist ziemlich lang. In Lishan ist das ist die Straße Nummer 8 und in Lishan zum Beispiel endet das Dorf beim Kilometer 84. Das heißt, noch 20 Kilometer muss man fahren auf dieser Straße, bis man bei Daoyuling 104K angekommen ist. Also 104K, 96K, das ist also die ungefähr die Kilometerzahl auf dieser Straße, um zu wissen, okay, diese Plantage, die ist in der Nähe vom Kilometer 96 oder 97 oder 99 oder 104. Das ermöglicht uns wirklich besser zu wissen, wie hoch auch die Plantage ist, denn diese Straße geht nach oben. Von Lishan geht es immer höher, immer höher. Und also je höher die Zahl von Kilometern ist, desto etwas höher wird die Lage der Plantage sein. Also beim einer Plantage von wie heute bei 104K ist man höher als bei 99K und ist man noch höher als 96K zum Beispiel. Und in meiner Erfahrung hat das wirklich einen
macht es auch einen anderen Geschmack. Der Geschmack wird immer feiner, desto höher man liegt. Schon sowieso von Alishan bis nach Shaanxi, Lishan und Daoyuling. Man geht höher und höher und dann merkt man schon von einem Terroir zum anderen, dass es feiner wird. Aber auch bei Daoyuling, wenn man verschiedene Daoyulings kostet, dann schmeckt ein 104K besser, feiner, leichter als ein 99K und 90K wiederum besser als ein 96K. Aber dieser ist immer noch besser als ein Lishan-Oolong. Das ist also meine Erfahrung und das hat sich wirklich fast jedes Mal gewährt, und dass es so ist. Und das macht also wirklich Sinn, diese detaillierte Information zu haben, um zu wissen, aus welcher Plantage es kommt und wie hoch sie ist. Was kann man noch dazu zum Terroir Daoyuling? Es ist ein bisschen ein Mythos, und zwar schon seit 5, 6 Jahren. Im Jahr 2015, am 28. Mai, auf meinem Blog teamasters.blogspot.com, da habe ich einen Artikel geschrieben: Joy and Sorrow in Daoyuling. Und ich war da einer der ersten, der auf Englisch über Daoyuling geschrieben hat, dass diese Plantagen abgerissen wurden. Es gibt also mehrere Plantagen Daoyuling, die lagen im Nationalpark. Also war das Grundstück gehörte nicht den Teebauern, sondern dem Staat, ein Nationalpark. Und aus Furcht vor Erosion wurden die Länder zurückbekommen und die Teebäume wurden abgerissen und andere Bäume wurden dann gepflanzt. Ich war damals, also wie gesagt, einer der ersten, der das geschrieben habe. Und mein Artikel hat über 4.500 Views bekommen, eigentlich ziemlich viel für meinen Blog, was normalerweise ein paar hundert bekommt. Also war das wirklich populär, und denn ich war der Erste, der das geschrieben habe. Und damals waren also viele Leute nicht sehr froh darüber, dass die höchsten Plantagen von Oolong in Taiwan abgerissen wurden. Und viele waren also traurig, und es war auch ein Verlust an Einkommen für die Bauern. Und viele Kunden und Teeliebhaber wollten das nicht so sein lassen, und die fanden also eine Möglichkeit, dass eine Plantage in 104K erhalten blieb. Und die ist ziemlich klein. Vielleicht, weil sie so klein ist, hat man sie nicht also abgerissen, oder man hat es nicht für so notwendig gefunden, oder sie hatte bessere Verbindungen mit dem Park. Eigentlich möchte ich das nicht so sehr genau wissen. Was mich froh macht, ist, dass ich diesen Tee kaufen kann und vor allem, dass ich diesen Tee kosten kann, denn es ist wirklich sehr, sehr gut, viel feiner als die anderen Hochland-Oolongs, die ich sonst bekomme. Und wirklich also für mich ein Standard, ein Benchmark: Was ist das Beste, was es gibt an Hochland-Oolong in Taiwan, ist also dieser Oolong. Was kann man sonst darüber sagen? Wie viel wird denn jedes Jahr
gemacht von diesem Oolong. Und da es nur eine kleine Plantage ist, werden nur 60 Kilo im Frühling und 60 Kilo im Winter gepflückt. Also nicht gepflückt, sondern gemacht zum Schluss. Gepflückt werden natürlich zwei, dreimal mehr, denn nachdem man es gepflückt hat, wird es getrocknet und verarbeitet und da wird es immer leichter. Also zum Schluss sind nur 60 Kilo zum Verkauf da. Das sind eigentlich 800 kleine 75 Gramm Beutel Tee für jede Saison. Und der beste Wein in Frankreich, der Domaine Romanée Conti, die produzieren 4.500 Flaschen. Also es gibt weniger von diesem Tee als von diesem Domaine Romanée Conti. Das ist also wirklich ein Tee der Elite, ein Tee, das sehr, sehr, dass man ja nicht so einfach kaufen kann, was natürlich auch sehr, und das erklärt auch, warum es so teuer ist gegenüber von anderen Tees. Um dann seinen Charakter und seine Qualität besser zu schätzen und besser zum Vorschein zu bringen, da benutze ich immer eine, oder nicht immer, also häufig eine silberne Teekanne. Ja, hier ist die Teekanne, die ich benutze, seit über 15 Jahren, glaube ich schon. Und Silber ist für mich ein Hightech-Material. Wenn man denkt, wenn man an Technologie denkt, dann denkt man ja die Eisenzeit hatte also mit Eisen was zu tun und also Silber wurde schon auch vor langer Zeit erfunden, aber Silber ist auch, findet man nicht so, ist ziemlich selten und ist auch sehr, sehr wertvoll. Deshalb hatten nur, also hat es viel gekostet und nur Könige, Prinzen hatten wirklich größere Mengen an Silber. Und in der Tang-Dynastie, da wurde Teezubehör aus Silber gemacht. Zum Beispiel dieser Zubehör, seht ihr es? Und wisst ihr, was man damit macht? Das ist eine kleine Mühle und damit macht man die Grünteeblätter kleiner und als Pulver, um sie dann später in kochendes Wasser hinzuzufügen mit ein bisschen Salz. Und was interessant ist, hier unten gibt es als Dekoration zwei Pferde mit zwei fliegende Pferde, Pegasus. Ja. Das heißt, also, das zeigt, dass die europäische Geschichten von Pegasus bis nach China kamen. Und es zeigt auch, dass man schon damals dachte, okay, mit grünem Tee, mit Tee, da hat man den Eindruck, dass man fliegt. Und bei Daoyuling habe ich auch diesen Eindruck, denn es ist so frisch, so fein und es kommt von einer so hohen Plantage. Man hat also wirklich den Eindruck, man geht ins All, man geht zur Plantage in Daoyuling und also in ein paar Sekunden geht man von hier Banqiao bis nach Daoyuling, 2600 Meter fast. Und also sehr, sehr schnell und sehr, sehr hoch, als würde man dann von dort aus bis ins All gehen. Denn wenn man in Daoyuling ist, auf der Bergspitze, was einem auffällt, ist wirklich auch dieser große, sehr blaue Himmel morgens, wenn man dort hinfährt.
Deshalb ist mein Chabu heute sehr, sehr blau. Und ich denke auch an Blue Origin. Der Jeff Bezos, der hat Millionen ausgegeben, um ins All zu gehen. Wir können das mit diesem Tee auch viel günstiger machen. Okay, ich hoffe, ich habe euch Lust gegeben, diesen Tee mal zu probieren und zu vergleichen, wie er mit anderen Hochland-Oolongs noch feiner schmeckt. Und er riecht wirklich wunderbar. Auch sogar die leere Jar, das riecht nach Blumen, nach Lavende. Wirklich wunderbar. Okay, ich mache damit Schluss. Und wenn ihr Fragen zu Dialing habt, dann bitte schreiben Sie sie auf einen Kommentar auf YouTube. Und ich bin natürlich bereit, eure Fragen zu beantworten. Ja, vielen Dank und wir sehen uns nächste Woche wieder. Auf Wiedersehen.